Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir versuchen weiterhin unser Glück beim Kartenturnier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gescheit schaffen sollen. Es geht eigentlich, also wir können es nur mit Austricksen probieren. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, hoffen einfach das Beste. Es ist mir echt ein Rätsel, wie manche Karten so unglaublich stark sein können. Dieselben, die wir eigentlich haben. Jo, wie gesagt, keinen Schimmer. Ich habe du. Ich versuch's trotzdem mal mit stärkeren Karten. Vielleicht ist eine Bomberkarte nicht so schlecht. Wie schaut's eigentlich bei dir da aus? Ja, nehmen wir dich halt mit. Vielleicht ist die auch nicht schlecht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Eigentlich sollte so ein Sandmännchen nicht so schlecht sein. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Der soll eigentlich auch stärker sein, aber irgendwie ist es bei mir stärker. Ich kann mir vorstellen, dass immer muss ich anfangen, wie gemein. Ich kann mir halt vorstellen, dass es ein Schwert gibt. Hier hätten wir fast besiegt gehabt. Wie gemein! Hey! Ist ja wahr, hey! Der war schön. Sehr schlecht. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Alter, du Sau. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Jawohl. Ja, scheiß drauf. Das gibt's ja nicht. Gottes Willen, nochmal von vorn. Boah, ist der schwer. Ja, ja, halt die Klappe. So, nochmal von vorne. Ich hasse es. Ich hasse dieses Kartenturnier. Mit solchen Dingen habe ich immer meine Probleme gehabt. Da. Ja, bitte. Jetzt muss ich nämlich noch aufpassen, dass ich mich nicht verklicken tue die ganze Zeit. Es ist halt echt. Puh. Ja. Na, nicht fortsetzen. Doch, fortsetzen? Passt das so? Echt? Schau mal, geil. Ja? Ich glaube, das schaut gut aus. Dich nehmen wir nimmer. Da. Du bist nicht so schlecht gewesen. Oder? Was habe ich da hinten für eine Karte? Was bist denn du? Die nehmen? Die nehmen? Die Bombe von mir aus? Wo ist der komische Vogel? Oder so? Aha, jetzt fängt mal der Gegner an. Dann machst du recht gut. Jawohl. Gut, das war jetzt reines Glück. Ich habe keine Ahnung. Nein, warte. Was wäre schlau? Kommt vielleicht hier hin? Ja, das war sehr schlau. Ich würde sagen, du kommst hier hin. Scheiße. Ich würde sagen, du kommst dahin. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Geil, voll gewonnen. Ho, ho, ho. Es lohnt sich doch, mir weiter zuzuschauen. Ich nehme an. So.
und sofort speichern gehen. Glückwunsch zu einem Sieg in Runde 2. Seid ihr bereit für das Finale? Aber seht euch vor, im Finale habt ihr nur eine Chance. Keine Revanche. Verloren ist verloren. Du spielst ja immer wieder Laden, ne? Wenn ihr Nervenflattern bekommen haben solltet, so sucht euch lieber einen Mogri. Ja, da gibt's sogar den Hinweis dafür. Siehst du, kein Cheaten. So, was haben wir da? Boah, 3 Active Time Events. Nur des Lebens wegen. Genau hier war es, als ich ihn das erste Mal traf. Von wem redest du? Von Zitane. Du kennst ihn also schon von früher? Ja, er scheint sich jedoch nicht an mich zu erinnern. Es war zu der Zeit, als ich hier als Leibwächter arbeitete. Ich nahm es mit jedem auf, ganz egal ob Schläger, ganz egal ob Dieb. An mir kam keiner vorbei. Hilfe! Ein Dieb! Hat er echt das Auktionshaus bestohlen? War ja wieder das reinste Kinderspiel. Oh. Wer bist du denn? Sieht fast so aus, als wäre endlich mein interessanter Gegner aufgetaucht. Ach so, du musst wohl dieser neue Leibwächter von Baron King sein, von dem in letzter Zeit alle sprechen. Was die Leute über mich erzählen, weiß ich nicht. Aber bisher hat sich gegen mich jedenfalls noch keiner auch nur eine Minute auf den Beinen halten können. Ob du da wohl eine Ausnahme bist? Was denn? Du bist ja doch nur ein primitiver Schläger. Was war das gerade? Na, mit dir werde ich nur nicht allzu viele Mühe haben. In weniger als einer Minute habe ich dich geschlagen. Wetten? Wenn du meinst, na dann zeig mal, was du drauf hast. Wo ist der elende Dieb hin? Hehe. Na dann, pass mal auf. Fasel nicht, greif endlich an. Wozu der Kampf? Ist doch schon entschieden. Was? Hilfe! Ich komm hier gerade um die Ecke gebogen, da flog plötzlich die Tier da hinten auf und dieser Kerl kam wie ein Irrer rausgestürzt. Ich dachte mir, das könnte vielleicht ein Dieb oder sowas sein und wollte ihn mir aus der Nähe anschauen. Da fing er plötzlich an, auf mich einzudreschen. Ja, aber das ist doch der Leibwächter des Barons. Na, umso schlimmer. Sieh ihn dir doch mal an. Sieht so etwa jemand aus, der sich von einem Baron anstellen lässt, um dann friedlich seinem Job nachzugehen? Ich habe dem ja eigentlich von Anfang an nicht so ganz über den Weg getraut. Voll Idiot. Ich gehe Verstärkung holen. Haltet ihr ihn derweil in Schach? Einen Tipp gebe ich dir. Schreib ihn dir gut hinter die Ohren. Der wirklich Starke verbirgt seine Stärke. Oder um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, ein kluger Gyrophon. Wie ging der Spruch noch gleich? Verbirgt seine Klauen oder so ähnlich. Du sagst es. Also in diesem Sinne? Schön stehen geblieben, Freundchen. Langweil mich nicht. Hey, hey! Kaka, keine Bewegung. Fuhr das an. Schöne Wachen sind das. Seitdem wirst du Steckbrieflech gesucht. Du hast es erraten. Was findest du daran komisch? Nichts. Eigentlich nichts. Ich stelle mir nur gerade dein verdutztes Gesicht von damals vor, mein Bester. Erspar mir deinen Sport. Ja, entschuldige bitte, tut mir leid.
So ist das also mit dir und Zidane. Dass du das nicht falsch verstehst. Weder bewundere noch verachte ich ihn. Ich will nur seine Handlungsweise verstehen. Obwohl er Kraft hat, trägt er sie nicht zur Schau. Und er handelt nur im Einklang mit seinen Freunden. Ich möchte wissen, warum. Vielleicht war es ja Schicksal, das euch beide wieder zusammengeführt hat. Die Pfade derer, deren Bestimmung dieselbe ist, werden sich irgendwann kreuzen. Das hat früher oft jemand zu mir gesagt. Ehrlich wird am längsten. Alles, was zählt, ist zu leben. Supi, wir laufen Richtung Mogri. Das lief echt gut. Das lief super gerade. Das nächste Detective Time Event. Vorahnung. Da fehlt ja jetzt gerade eins. War da nicht drei? Lalilalila. Ich bin wieder da. Oho, willkommen zurück, Aiko. Na, wie gefällt dir das hübsche Treno? Naja, so lala würde ich mal sagen. Ich verstehe. Daheim ist es wohl immer noch am schönsten, nicht wahr? Ah, ja, das stimmt. Aber es tut schon mal gut, andere Leute zu treffen. Außer den Mogris habe ich ja sonst keine Freunde, weißt du? Nur die Mogris? Was ist denn mit deinem Volk? Ich meine die, deren Haupt auch von einem Horn gekrönt wird. Sind sie etwa alle? Ja. Sie sind... Aiko ist jetzt ganz alleine. Das tut mir leid. Also bist du die einzige noch Lebende der Esper. Warum interessieren sich eigentlich alle so sehr für das Horn von Aiko? Oder die Bestia? Oder denn die Esper? Nein, nein. Es ist nur mein von Neugier getriebener Wissensdurst. Verzeih bitte die lästige Fragerei, mein Kind. Schon gut. Übrigens, stimmt es, dass du der Hauslehrer von Lili warst? Ja, das war ich. Na, dann kannst du mir bestimmt verraten, wie ich auch so eine anmutige Prinzessin wie sie werden kann. Hohoho, die Prinzessin war aber als Kind auch so ein kleiner Wirbelwind wie du, musst du wissen. Das heißt dann, dass Aiko auch so anmutig wird, wenn ich groß bin? Ja, aber sicher doch. Spitze! Außerdem hat Aiko ja von Lili auch so was ganz Prinzessinnenmäßiges bekommen. Etwas Prinzessinnenmäßiges, sagst du? Ja, Aiko hat zu dem Steinsplitter, den sie hat, noch einen von Lili bekommen. Und Lili hat auch zwei. Das sind doch nicht etwa... Nicht etwa die vier legendären Schatzkristalle. Schatzkristalle, genau. Genau so hat Lili sie auch genannt. Ich verstehe. Die Kristalle, die plötzlich aus der Gesamtliteratur verschwanden, wurden aufgeteilt. Und einer landete in Alexandria, einer in Clara, einer in Lindblum und der letzte... Der vierte gelangt über die Esper nach Mada in Sari. Warum bestand die Notwendigkeit, die Kristalle aufzuteilen und an verschiedenen Orten zu verwahren? Was geschah eigentlich damals vor 500 Jahren? Oh, jetzt ist es mir schon wieder passiert. Es tut mir leid, Aiko, aber immer wenn ich in Gedanken versinke, dann vergesse ich schnell alles um mich herum. Ich habe Mogu losziehen lassen, weil sie sich mit ein paar der Mogris hier treffen wollte, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist da ganz und gar nicht in Ordnung. Aiko muss sofort zu Mogu. Oh oh. Das war's dann wohl mit der Ruhe. Bam, bam, bam. Hallo lieber Mogri. Ich möchte den speichern, richtig, weil wir haben schon was Tolles geschaffen für heute. Wahrscheinlich war es das auch schon für heute. Allerdings hoffe ich sehr stark, dass wir den Endboss schaffen. Also Endboss ist gut gesagt. Nichts mehr.
Ich will den Bauen, das ist mein Ziel. Oh ja, das will ich tun. Der muss weg, der Champion, obwohl er eine hübsche Dame zu sein scheint. Oh, da ist sie schon. Matrosin Elin? Großherzog, bitte hier entlang, aber jetzt nicht dein Ernst. Ich weiß, Zirp. Aber es ist ein weiter Weg für so eine kleine Juckzirpe. Zirp. Aber Herzog, so weinerlich redet doch kein Champion. Gut, dann wollen wir mal. Oh, der Champion ist eingetroffen. Ah, endlich gibt's uns die Ehre. Salut. Matrosin Elin, amtierender Champion, ist bereit, am Finale teilzunehmen. Oh, wir warten schon alle voller Ungeduld auf euch. Bitte, bitte, so tretet doch ein. Gehen wir, Herzog? Papst, da ist eine fette Juckzirpe, wie widerlich. Ksch, ksch, widerliche Juckzirpe. Kriech zurück in die Ritze, aus der du gekommen bist. Entschuldigung, aber diese Juckzirpe da ist mein... Etwa dein Haustier, Champion? Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Haustier, scheiße, der arme Sid. Schon gut, das passiert mir nicht das erste Mal. Bin ich neuerdings also schon dein Haustier, Zip? Ich bin untröstlich, Herzog, aber ihr seid im Moment nun mal eben eine Juckzirpe. Erinnere mich nicht ständig daran, Zip. Und überhaupt bin ich der Champion hier, Zip. Ich habe dieses ganze Gezirpe langsam satt. Zip, 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 Zip. Daher hat Elin wohl ihren Spitznamen. Elin, die Juckzirp-Doktorin. Das wird immer schlimmer. Aber ich dachte immer, der käme von ihren seltenen Juckzirpenkarten. Nur. Finale. Elin, die Matrosin. Herrschaftszeiten. Das wird jetzt wieder spannend. Ach ja. So, durchsuchen. Ich will die haben. Nein. Was waren jetzt meine starken Karten? Du warst, glaube ich, jetzt eine davon. Nein. Ich glaube, du bist eine davon. Du bist eine davon. Und die Bomberkarte hatte ich. Ich hoffe, das passt so. Bitte, lass es gut ausgehen. Ja, der Gegner beginnt. Das freut mich immer sehr. Aber da ist, die ist blöd. Die ist blöd. Die opfern dafür. Aber hoffentlich kriegen wir die klein. Und ich lasse sie mal für den Schluss über. Oh, Fisch, wie gemein. Du bist echt fies. Jawohl. Scheiße. Er ist stark. Er ist verdammt stark. Sie ist stark, Entschuldigung. Jawohl. Das war gar nicht schlecht. Das war gerade echt nicht schlecht. Ich glaube, wir haben gewonnen. Juhu! Ach, geht das gut? Juhu! Entschuldigung, aber geil! Geil lief das gerade super! Ich glaube, wir werden machen. Ist ja geil gelaufen gerade. Rein kann. Was? Rein kann. Rein. Rein Kanatring. Jetzt habe ich es. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Boah, was für eine Überraschung. Da kommt man aber auch nicht drauf, dass du der Champion warst, Elin. Es ist ja schon eine Ewigkeit her, Zitane. Wie geht's? Was redest du da, Zirp? Ich bin der Champion. Verzirp nochmal. Oh, welch unerwartete Freude Großzirpe, Großherzog sind. Respektlos wie immer, Zirp. Nun ja. Übrigens, was machst du hier eigentlich? Einerseits wollte ich an dem Turnier teilnehmen, andererseits führe ich gerade einen Testflug durch. Zirp. Einen Testflug? Sehr richtig. Den ersten Testflug des neuen Luftschiffmodells der Hildegard 2.
Ist das dieses Modell, das auch ohne Nebel fliegt? Exakt. Noch fliegt sie nur mit langsamer Geschwindigkeit, aber immerhin haben wir es bisher geschafft. Zip! Warum gerade jetzt ein Testflug? Im Augenblick mag es zwar so aussehen, als sei wieder Frieden in unserer Welt eingekehrt, aber das muss ja nicht von Dauer sein. Zip! Aber warum denn so in Sorge? Königin Garnett wird schon richten. Furchtbar! Furchtbar, furchtbar! Eiko, was liegt denn an? Eine Katastrophe. Ich habe es gerade von den heimischen Mokris hier erfahren. Was ist passiert? Zirp, zirp. Alexandria, Alexandria. Was ist mit Alexandria? Nicht die Clowns schon wieder. Auf das magige Glück hoffend legt sich die Mensch... Also das ist, glaube ich, die falsche Tonlage. Auf das morgige Glück hoffend legt sich die Menschheit zur Ruhe, um in Schlummer das Unglück von heute zu verdrängen. Sich nach einem glücklichen Traum sehnend, um die qualvolle Wahrheit zu vergessen. Eine ruhige Nacht wie immer. Die langen Festlichkeiten der Krönungszeremonie haben euch Bürger Alexandrias wohl ein wenig müde gemacht. Die traurige Vergangenheit mit dem Wein der Freude weggespült, um dann im Rausch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Aber die Feier ist noch nicht zu Ende. Oh nein, sie wird erst jetzt beginnen. Seid bereit für das Fest, in dem die Flammen des Jubels Alexandria verschlingen werden. Komm her, Bahamut, und trage deiner ehemaligen Herrin dein eigenes komponiertes Requiem vor. Ich glaube, das ist nicht gut. Schwere Zeiten für Alexandria. Reißt euch zusammen, Männer, oder soll euch Königin Garnett etwas so sehen? Still gestanden. Salut. Euer Majestät, seid euch dessen gewiss, dass wir jeden eurer Befehle sofort in die Tat umsetzen werden. Wir alle harren eurer Instruktionen. Welchen Befehl erteilen? Als erstes mal Informationen sammeln, die Zivilbevölkerung evakuieren, ein Verstärkungsgesuch an Großherzog Sitt, die Kanonen zum Feuergefecht bereit machen. Na, zuerst die Infos sammeln, ne? Wer greift uns an? Wo ist es sicher wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, ich habe das alles vergessen. Ich probiere das mal. Wen mit der Aufgabe betrauen? Weimar und Hagen, Reroth und Lauda, Marktwart und Hofer, Chanel und Märchenheim. Pff, Lauda?
Mutter ist, glaube ich, immer... Weimar und Hagen? Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann dafür bin, aber ich will mein Bestes geben. Okay, dann lieber nochmal überdenken. Oh, oh. Okay, Weimar, Hagen, Weimar... Das muss ich jetzt mitschreiben. Das kann man gar nicht nochmal zurücksetzen. Ich hoffe es. Infos. Nix Hagen. Nix Weimar und Hagen. Zivilbevölkerung. Das habe ich eh schon verkackt, ne? Zivilbevölkerung evakuieren zur Not. Machen wir es halt nochmal neu. Herold und Lauder. Die Zivilen. Ich glaube schon. Oh na, das ist auch nicht richtig. Echt jetzt? Zivil? Ich dachte Lauder, ne? Weil der ja eigentlich mit so einem Mädchen und so damals, ne? Okay. Okay, das ist auch nicht gut gelaufen. Verstärkungsbesuch an Großherzog Sitt. Märchenheim, schon wird hier auch wieder falsch sein. Ja, natürlich ist das falsch. Sitt. Nix Märchenheim. Jetzt muss ich dann irgendwann mal passen, kurz zu düten. Die Kanonen zum Feuergefecht bereit machen. Ja, das ist dann ja auch falsch. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann dafür bin. Ja, ja. Ja, nochmal bitte. Königin Garnett, ich wünsche uns allen viel Glück. Was, ich darf dich zurücksetzen? Gut, Beatrix, und jetzt sind wir an der Reihe. Ich darf das nicht zurücksetzen? Es ist alles leichter gesagt als getan. Was soll ich bloß tun? Mutter, gib mir Kraft. Ich will das richtig mal, da gibt es eine Belohnung dafür. La 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 la, ich hab's komplett verhaut. Ich versuch's dann gleich mal mit fortsetzen, wenn ich Glück habe. Wenn ich viel Glück habe, dann sind wir noch beim Scheiße. Nichts ist mit Glück. Das heißt, ich muss Sinn nochmal besiegen. Oder ich scheiß drauf. Es gibt keine Belohnung. Ich glaube, ich scheiß drauf. Seid ihr bereit, Beatrix? Mein Sitt nochmal besiegen, das tun wir dann. Und möge es mein Schicksal sein, heute Nacht hier zu sterben. Ich bin bereit. Das ist die richtige Einstellung. Gebt euer Bestes, Beatrix. Das ist voll gemeint, was ich müsse nach. Rückse Dücken. Warte, ich muss sprinten. Ich muss mich ankleiden. Warte mal, warte, stopp. Langsam. Herr von zu Steiner. Wie schaut's mit dir aus? Ach du Heilige. Jo. Desaster, das kann man laut sagen. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte langsam. Kristallschild. Wir haben hier normalerweise irgendwo etwas mit Level Up. Du kannst nichts Level Up? Keine Engelsohrlinge mehr? Scheiße. Schaut der Dunkelkristall nicht schön aus? Ja, gut, dann müssen wir das verlassen. Entschuldigung, ich habe das leider nicht mehr übrig. Dann müssen wir das so durchbringen. Bam, bam. So, ein Kack. Bam, 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 bam. So ein Mist, das habe ich versaut. La, 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 bam, bam. Schwert, Donnerklinge und normaler Angriff. Super verfehlt. Basta, machen wir nur normale Attacken.
scheiß da viel drauf und gut ist. Boah, die Waffe macht echt nicht sehr. Weh, Andrix, was hast du denn gefrühstückt? So, raus ist mit dem Viech. Mir gefällt ihr Outfit so gut. Ihr Mantel gefällt mir so gut. Mai ist die da hübsch. Man muss das gerade mal betrachten. Der Part ist eh schon zu Ende. Ich muss das echt jetzt mal... Mai ist sie hübsch. Level Up für Steiner und Beatrix. Saubere Arbeit. Na, gnädigste, wo ich ziehe. Auf jeden Fall, wir beenden den Part hier. Ihr seht schon, unser Liebesbärchen, kann man eigentlich schon geheim sagen, versucht Alexandria zu beschützen. Inzwischen ist gar nicht zusammengebrochen, keiner weiß wo. Aber wir werden es herausfinden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns.